So, liebe Leute, jetzt gibt es ein unträgliches Zeichen dafür, dass es hier renntechnisch gleich richtig heiß werden wird. Nämlich, Tumsi ist bei mir von der Kanu-Renngemeinschaft, organisiert das Night Race heute hier, wird es vor allen Dingen auch ein bisschen kommentieren. Und deshalb übergebe ich das Mikro jetzt schon mal an unseren Tumsi, der euch zum sportlichen Teil Night Race jetzt alles Wichtige sagen wird. Ja, wunderschönen guten Abend, auch von der Kanu-Renngemeinschaft Schwerin. Es wird gleich losgehen, die Teams stehen vorne am Gate und werden gleich zu den Booten gelassen. Und ich werde dann ein bisschen was zu den Rennen erzählen. Das mache ich dann aber von einem anderen Standpunkt, Standort. So, da habe ich einen besseren Überblick. So, die Teams kommen hier rein. Das kann man schon mal sehen. Und zwar findet heute Abend das, beziehungsweise der Stadtwerke Cup statt, der Energy Cup mit Teams von verschiedenen Stadtwerken aus verschiedenen Städten, aus ganz Deutschland. Und zwar handelt es sich dabei um einmal die Nordbrandenburger Stadtwerke, die als das Team die Stromschnellen antreten werden. Dann haben wir Eurowasser Nord als die Oranias, die Stadtwerke Brandenburg als Energy Dragon, Stadtwerke Potsdam als Stadtindianer. Dann haben wir die E.ON Edis AG aus Fürstenwalde als das Team E.ON Edis Starkstromer. Dann den Titelverteidiger von den Stadtwerken Schwerin und der WAG, die Wattwürmer, und als letztes Team die Stadtwerke Dresden, und zwar unter dem Namen Drewagianer. Vielleicht noch was zum Modus zu sagen, es werden drei Zeitläufe gefahren. Der erste beginnt jetzt in Kürze, über 250 Meter. Und zwar werden hier sein auf der Bahn 2 die Drewagianer, auf Bahn 3 die Energiedrachen, auf Bahn 4 die Stromschnellen, auf der Bahn 5 die Stadtindianer, auf der 6 Oranias, auf Bahn 7 E.ON Edis Starkstromer, auf der 8 die Titelverteidiger, die Wattwürmer. Es wird hier kein Platz ausgefahren, sonst müssen wir die Zeit gemessen. Und so wird es dann auch eine zweite Zeit ausgefahren. Die Premiere hier für uns beim Drachenboot-Festival wird der dritte Lauf sein. Der wird circa gegen 22.30 Uhr stattfinden als Night Race. Also ich bin selber mal gespannt. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass das sehr, sehr schön aussehen wird. Denk auch dran, dass es die Bahn 4 jetzt ist, ne? Zuschauer, Sie natürlich auch. Hey, können wir gespannt sein. Ja, ja, genau. So, die Teams fahren jetzt raus. Und dann wird es noch ein paar Minuten dauern, bis sie im Start stehen. Und der erste Startschuss für dieses Drachenboot-Festival mit dem Stadtwerk Cup passieren. Mal vor! Oder? Thank you.
langsam rückwärts und ab. Ja, der Grund dafür, dass das jetzt etwas später beginnt, liegt einfach darin begründet, dass die Teams von außerhalb, wie Dresden oder Brandenburg, etwas Probleme hatten, bei dem Freitagnachmittagsverkehr nach Berlin rechtzeitig ranzukommen. Aber Gott sei Dank sind alle Teams angekommen, dass wir wirklich nur eine sehr kurze Verzögerung haben. Und das erste, der erste Zeitraum, der erste Startrennenpreis für die Damen und Herren, die noch keine Erfahrung haben, was Brandenburg angeht. So in einem Drachenboot sitzen maximal 20 Paddler. Da hier, das ist die sogenannte Mixklasse, da sitzen Männer und Frauen drin. Dann haben wir einmal den Steuermann ganz hinten und den Trommler, was meistens ein Trommler drin ist. Klein und leicht, der einfach den Trommelschlag bzw. den Schlag der ersten beiden Paddler, die den Schlag angeben für das ganze Boot, wo sich alle Paddler dran orientieren. Einfach weitergeben, sodass auch die Hinteren dann hören können, wann das Paddel aus dem Wasser rausziehen bzw. das Paddel ins Wasser einzutauchen ist. Und vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig, das wird ganz oft verwechselt, ja, dass wir natürlich nicht vom Rudern sprechen, sondern vom Paddeln. Denn Rudern ist ja Rückwärtsfahren. Ja, ich mag die Rudern, aber Paddeln ist Vorwärtsfahren. Zumindest mit dem Gesicht. Ich weiß ja gar nicht, ob man das wird, aber So, der Start ist erfolgt, die Teams sind gestartet und es wird jetzt knapp eine Minute, ein bisschen über eine Minute dauern, bis wir unten sind. Genau, das ist sehr, sehr gut. Schön anfeuern. Das hören die Teams, das treibt sie auch ab. So, ich werde von hier kaum wirklich nicht erkennen, wer jetzt vorne ist. Und das sieht auch relativ klein ein bisschen aus. So, das war dann schon einmal der Auftakt hier. Night Race, nachher völliger Dunkelheit, spielen wir es um 22.30 Uhr. Und wie schon Torx eben sagte, eine halbe Stunde planmäßig. So, lauf. Mach weiter. Ich habe eine wichtige Durchsage für die Teams und für die Steuermänner Team-Captains. Das Ziel sind die blauen Boote. Also, blaue Boote ist das Ziel. So, wir haben jetzt erstmal eine halbe Stunde Zeit, noch ein bisschen für die musikalische Aufnahme zu sorgen.